Eins. Ich frage mal für Freund, wäre es möglich, also Wann anders, reden ich wir hier kenne auf jemanden, einmal? der hat nur eine Hürde. Wäre es möglich, wenn man jemand fragt, er sagt, ist okay, ich gebe eine freiwillig ab, den anderen bei Freund wieder ranzumachen? Einen Hoden wieder ranzumachen. Ey Hahn, wer will denn einen Hoden von dir an seinem dran Doch haben? nicht von mir. Ich rede nicht von mir, du Idiot. Also es ist Menschen schon gelungen, wenn ein Finger abgefallen ist, den wieder dran zu nähen. Wenn das bei einem anderen Huden ist, das ist ziemlich unerforscht, das Gebiet, aber Ja, das ich wäre schicke das den wär mal eine so. interessante Studie. Ich habe mal gelesen, dass Hodenbereiche ziemlich bluten sollen. Ja, das stimmt. Ich schicke den Freund einfach mal zu Ihnen. Wenn Sie ein berühmter Hodenforscher. Erik, brauchst du noch beide? Ja, oder an die Hode. Man könnte doch einfach einen von einem Hund nehmen, das würde doch bestimmt auch gehen. Das wäre auch ein Pferdehode. Oder von tatsächlich. Na, man könnte ein Schwein nehmen, tatsächlich. Die sind den Menschen teilweise gar nicht so unähnlich. Ein also Schwein. Aus medizinischer Sicht, ja. Also nee, würde ich lieber die Hoden von Hahn nehmen als vom Schwein. Meine Hoden, du niemals was bekommen. Du kannst mit dieser Manneskraft gar nicht umgehen. Ja, ich glaube, deine Hoden sind so klein, da brauche ich eh Pinzette und Lupe für, um da mal was zu finden. Was bist du eigentlich heute so frech? Ich weiß nicht, sehe eigentlich keinen Unterschied zu mir zu sonst. Ja. Ich glaube, wir beide müssen im Bürgermeisterbüro mal. Nee, nein, nein, nein. Ich möchte nicht mit dir allein im Büro sein. Nein, Carlos, komm mal mit. Ich weiß nicht, ob das die Situation angenehmer machen würde. Also für uns auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich.